So ist es schon morgen. Toll, das ergibt noch genauso viel Sinn wie gestern Abend. Sehen wir uns die Beweise an. Zum millionsten Mal. Mir muss etwas entgangen sein. Egal, was auf dem Foto zu sehen ist. Nie im Leben würde ich Safi etwas antun. Bin ich das? Bin ich zurückgereist und hab das getan? Es ergibt einfach keinen Sinn. Ich würde Safi nie wehtun. Nicht absichtlich. Das bin ich. Unmöglich. Wenn ich mir jedes Objekt einzeln ansehe, finde ich vielleicht eine Antwort. Hab den Anfang gelesen. Ist leider ziemlich gut. Leider hat Lukas kein Kapitel mit der Überschrift "Beweise, dass ich Safi ermordet habe" eingebaut. Die einstweilige Verfügung besagt, dass Safi Lukas mal damit gedroht hat, seinen Sohn gegen ihn aufzubringen. Die beiden hatten definitiv ihre Probleme. Aber dieser Lukas hatte Angst vor Safi. Er wollte keine Rache. Nichts davon ist beweiskräftig. Warum zur Hölle hat Gwen Safis Verlagsangebot gekillt? Hat sie ihr nicht erst dazu verholfen? Bevor Safi starb, hat Gwen ihren Buchdeal gecancelt. Und ich weiß noch nicht warum. Aber das heißt nicht, dass sie Safi ermordet hat. Und die Gwen der ursprünglichen Welt wirkt ehrlich aufgewühlt wegen ihres Todes. Ja, die Gwen-Theorie hat Löcher. Wenn ich mir jedes... Wer immer das war, hat einige Mühen auf sich genommen. Vin weiß eindeutig mehr über den Kuhschädel, als er zugibt. Und dann war da noch das Foto von ihm und Safi im Bett. Doch was bedeutet das überhaupt? Kaffee. Kaffee ist Liebe. Kaffee jetzt sofort. Solange ich dich auch anstarre, nichts an dir ist logisch. Moses? Hallo, Miss Caulfield. Oh, fuck! Darf ich reinkommen? Das Foto. Wenn er das sieht... Ich habe noch ein paar Fragen. Natürlich. Ich kann Ihre Fragen direkt hier beantworten. Na, das ist doch viel netter im Vergleich zu gestern. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es gibt ein paar Details, die für mich keinen Sinn ergeben. Nur zu? Arcadia Bay. Sie ging dort zur Schule, richtig? Ja. Eine wunderschöne Stadt mit einer überraschend gewalttätigen Geschichte. Nicht unähnlich. Zwischen Arcadia Bay und Safi gibt's keine Verbindung. Eine Kleinstadt mit einer kuriosen Anzahl Mordfälle. Und jetzt Safi Llewellyn feiert, ermordet in einer Kleinstadt. Nichts als ein Zufall? Hä? Was denken Sie, Miss Caulfield? Haben Sie eine Pechsträhne?
Oder vielmehr alle, die ihn begegnen. Sie können mich mal. Arcadia Bay hat überhaupt nichts mit Safi zu tun. Oh, da haben wir ihn. Den wunden Punkt. Ich wusste, ich finde ihn, wenn ich rumstochere. Detective, ich werde keine weiteren dieser Fragen beantworten. Was ist mit dem Teleskop passiert, Maxine? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Da war noch jemand im Büro. Ich konnte ihn hören. Ich habe Moses auf dem Flur gesehen, aber Sie waren nicht da. Okay, es reicht. So kommen wir nicht weiter. Dieser Fall war von Anfang an abartig. Keiner dieser Beweise ergibt Sinn. Wenigstens darin sind wir uns einig. Aber ich weiß jetzt, warum. Das hier, all diese Tode, führen zu ihnen. Das ist nicht wahr. Gesehen. Er hat das Foto gesehen. Max, du Volltrottel! Wie dumm, wie dumm! Was zum Teufel mache ich jetzt? Nichts davon ergibt irgendeinen Sinn. Was ist an dem Abend passiert? Warum zum Teufel bin ich auf diesem Foto? Mein altes Ich hätte einfach zu dem Moment zurückgespult, an dem das Foto geschossen wurde. Vielleicht geht das immer noch. Es sich also an, das perfekte Foto zu machen. Nein. Fühlt sich gut an. Endlich. Safi. Hier ist er auch. Aber am Tag von Safis Tod gab es keinen Sturm. Vielleicht sind wir verflucht. Du, ich und Maya. Safi, warte! Wer ist Maya? Wovon hat sie geredet? Hör auf, Zeit zu schinden! Ich verstehe es einfach nicht! Was willst du von mir? Drück endlich ab!
Ich... Was? Nein. Nein, das war nicht genug Zeit. Moses, du hattest recht. Ich weiß nicht wieso, aber ich war's. Ich muss ihm alles erzählen. Alles. Moses wartet da oben auf mich. Hoffentlich. Ich verstehe es, Joyce. Nach all dem zu daten, kommt mir auch unmöglich vor.
Ich muss es tun. Ich muss wieder da hoch. Hier war gestern das Absperrband. Hat Alderman den Cops befohlen, es zu entfernen? Er ist nicht hier. Noch nicht. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Vielleicht setze ich mich auf die Bank. Safi hätte etwas Poetisches dazu zu sagen. Wenn sie doch nur hier wäre. Wenn ich nicht wüsste, was hier vorher war, würde ich es wirklich schön finden. Er ist nicht hier. Noch nicht. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Vielleicht setze ich mich auf die Bank. Halt dich bloß von mir fern! Was ist, wenn er nicht kommt? Ich würde es ihm nicht übel nehmen. Ich habe seine beste Freundin getötet. Was sagt das über mich aus? Dass jede Version von mir so etwas tun könnte? Er kommt wahrscheinlich nicht. Diamond weiß, wo ich bin und wen ich treffe. Also tu nichts Dummes. Das habe ich verdient. Du wolltest reden? Rede. Sag die Wahrheit. Warum hast du es getan? Du hattest recht. Ich hab Safi erschossen. Ich kann dir nicht sagen, warum. Denn ich weiß es selbst nicht. Keine Begründung könnte das rechtfertigen. Moses, warte. Ich hab dich hergebeten, damit ich es dir beweisen kann. An diesem Ort geht etwas Seltsames vor sich. Guck. Diese Blumen. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie blühen? Und zwar mitten im Winter. Und ausgerechnet in der Form von Safis Leiche. 5 Minuten, dann hau ich ab. Okay. Also, was, wenn ich dir sage, dass es eine Zeitlinie gibt, in der Safi noch lebt. Und ich kann zwischen dieser Zeitlinie und unserer wechseln. 4 Minuten. Ich weiß, das klingt absolut verrückt. Ich kann's beweisen. Ich
Ich springe gleich in die andere Zeitlinie. Und ich werde, puff, verschwinden. Klar, in eine magische Fantasiewelt, in der du Safi nicht umgebracht hast. Es ist keine Fantasiewelt. Sie ist mit dieser hier verbunden. Wenn ich es versuche, kann ich sogar von einer Welt in die andere sehen. Wie? Du siehst beide? Sehen und hören. Wenn du also verschwindest oder so, und ich tu derweil was, kann ich dir sagen, was es war, wenn ich zurückkomme? Vielleicht glaubst du mir dann? Das ist ein Anfang. Okay, abgemacht. Okay, ich muss Moses dazu bringen, mir zu glauben. Als erstes wechsle ich in die andere Zeitlinie. Ich sollte noch nicht gehen. Jetzt muss ich nachsehen, was Moses auf der anderen Seite tut. Ups. Moses ist zu geschockt, um irgendwas zu tun. Ich sollte rüberwechseln und nachschauen, ob es ihm gut geht. Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. Tut mir leid, ich wollte dich nicht aufregen. Aufregen? Dein Ernst? Das, was du getan hast, ist physikalisch unmöglich. Es ist unmöglich. Also, glaubst du mir? Ja und nein. Du bist verschwunden, wortwörtlich. Ich stand einfach nur dumm da. Okay, gleich nochmal. Ich bin soweit. Okay, versuchen wir das nochmal. Sie sind Sturm.
Also, was habe ich getan? Und dann hast du gesagt... Maschinenengel Seelensturm. Yep. Ganz genau das. Wow. Im Ernst? Ja. Ich denke, es ist so. Bei Safis Tod teilen sich die Zeitlinien. Und ihre Abwesenheit ist der einzige Unterschied zwischen den Zweien. Ich schätze, das Ereignis könnte groß genug sein, um... Alles okay? Also lebt Safi auf der anderen Seite? Genau. Und sie ist... Hey, sag nicht glücklich. Wir wissen, dass wir gelogen. Stimmt. Wenn du sie wieder siehst, kannst du ihr was von mir geben? Der Korken. Wie hast du... Safi hat ihn mir gegeben. War an meinem Equipment. Gib ihn ihr und sag ihr, sie soll auf sich aufpassen. Lass sie darauf schwören. Mach ich. Versprochen. Aber ich glaube, sie wird unsere Hilfe brauchen. Was meinst du? Als ich noch ein Teenager war, konnte ich... die Zeit zurückdrehen. Einfach... nur die Hand heben und zurückspulen, was gerade passiert war. Okay. Und wenn ich ein Foto hatte, konnte ich noch weiter zurückgehen. Warte. Konnte? Vergangenheit? Ich weiß, es klingt, als müsste es toll gewesen sein. Aber, Moses... die Dinge, die ich verursacht habe. Denn eine Kraft zu besitzen, heißt nicht automatisch, dass man sie gemeistert hat. Eine der vielen Lektionen aus den X-Men-Comics. Wie auch immer. Ich habe sie nicht mehr benutzt und jetzt geht's kaum noch. Es gibt aber ein Foto von dir von dem Abend. Mit einer Waffe. Das ist vielleicht dein zukünftiges Ich, obwohl du das nicht mehr tun kannst? Ich habe heute Morgen versucht, mit dem Foto zurückzuspulen. Es war wie einen verkümmerten Muskel anzuspannen. Nichts hat geklappt. Ich war dort, in der Vergangenheit. Safi erwähnte Maya und, oh Gott, der Sturm. Max? Also, es gibt eine Zeitlinie, in der, warum auch immer, ich Safi erschossen habe. Diese. Und eine, in der ich es nicht getan habe. Ich glaube, dass diese zwei Welten, ob absichtlich oder nicht, wegen einer Entscheidung existieren, die ich treffen muss. Holy shit. Moses. Ich hab das alles durch. Mit dem Zurückspulen habe ich die Zeit zerstört. Menschen wurden verletzt. Das, was damals in Arcadia Bay passiert ist, darf sich nicht wiederholen. Okay, ein erster Blick auf den Tatort liefert keine Schlussfolgerung. Ich brauche mehr Informationen zu Llewellyn Fayettes geistigem Zustand. Ich will nicht voreilig sein,
Aber wenn das kein Selbstmord ist, setze ich auf Mr. Moses Murphy, einen Freund des Opfers, als Täter. Ich sollte Mr. Murphy einen Besuch abstatten. Er redet, als hätte er dich noch nicht getroffen. Er ist... Alderman von gestern? Ein Alderman, den es schon mal gab? Max, das ist nicht gut. So sollte Zeit sich nicht verhalten. Es scheint, etwas wurde postmortem entfernt. Vielleicht die Kamera, die die Mutter erwähnte. Hey, wir müssen unbedingt von hier verschwinden. Ich wusste es. Der Täter kehrt an den Tatort zurück. Richtig amateurhaft. Wie kann es sein, dass solche verdammten Versager wie ihr mir das Leben schwer macht? Was wollen Sie von uns? Ich wollte nur ein paar Beweise. Diesen Verfluchten verlösen und mit einer Zigarre feiern. Und dann fand ich meinen Beweis. Das kleine Foto von dir mit der Pistole. Und weißt du, was mir klar wurde? Kein Mensch würde mir das abkaufen. Du wirst für das bezahlen, was du getan hast, Maxine Caulfield. Und ich bin hier, um das... Ich hätte ihn retten können. Nein, hättest du nicht. Max, dieser Ort hat einen Mann verschlungen. Moses, deine Haare. Ich sag's ja. Es hat immer einen Preis. Es begann mit Safi. Wenn wir rausfinden können, warum sie starb, können wir all das verhindern. Das hab ich doch versucht. Ich hab heute schon mit Leuten geredet, sie ausspioniert und Zeug geklaut. Hey, Safi erwähnte Maya, oder? Beim Zurückspulen. Ja. Meinst du, Maya hat mit all dem zu tun? Keine Ahnung, Maya war vor meiner Zeit. Aber Gwen Hunter sollte mehr wissen. Sie war damals nämlich Safis Mentorin. Gwen, ich muss mit Gwen reden.
zittere immer noch.